Alle Neune an der 6-Seen-Platte, das Sportgaststätten-Spezial in Duisburg bei Frank. Ich mache fast alles, da ich leider zurzeit keinen Koch habe. Wird dem Ruhrpottler der Alleingang zum Verhängnis? Die Mitstreiter mäkeln. Mein Schnitzel, das ist in Soße ertränkt. Man konnte ja das Schnitzel gar nicht sehen. Die Wurst selber ist auch nicht die hochwertigste. Es macht mich sprachlos. Sprachlos. Tag 4 des großen Sportgaststätten-Spezials. Noch führt Dino mit 32 Zählern die Tabelle an, doch Sportsfreund Frank will ihn heute entthronen. Im grünen Wedau nähert sich Mike Süßer der Vereinsgaststätte Ethos. Vierter Tag und wir sind an der 6-Seen-Platte in Duisburg. Das ist so ein Erholungsgebiet. Und da sitzt unser richtiger Ruhrpottler. So ordne ich den lieben Frank nämlich ein. Überhaupt die ganze Woche. Wir haben so ein bisschen ein Stück Kulturgut, ne, in unserer Gastronomie. Zweimal Sport, gestern Wirtshaus oder Kneipe, wie soll man sagen, bayerisch. Und jetzt, nee, ne, da ist der Laden. Schau, dreh dich mal um. Da, du musst mal den Namen lesen. Ethos Wedau. Ey Leute, das ist ein Name vom Fußballclub. Ne? Da hebt das mal eine Mantaplatte. Mantaplatte muss man vielleicht auch für einige erklären. Das ist die Currywurst mit Pommes rot-weiß. Ein Klassiker wie Franks Lokal, das seit 1929 dem Verein angehört. Ich habe mein Leben eigentlich mit Fußball verbracht, also als Spieler oder als Trainer. Ich bin kompletter Quereinsteiger. Und in welche Gewerke bist du hier quer eingestiegen? Ich mache fast alles, da ich leider zurzeit keinen Koch habe, stehe ich auch zurzeit leider in der Küche. Leider macht Lust auf mehr. Was gibt's denn hier Feines? Unsere Küche ist zwar international gefächert, aber trotzdem sind wir hier im Ruhrpott und deswegen der Manta-Teller ist natürlich auch dabei. Unser Currywurst-liebender Profi kommt also nicht zu kurz. Ja, da ist er, der Frankie. Servus und hallo. Servus kennt man nicht in Duisburg. Das heißt hier Tag, Mike. Ja, du hast es aber schön hier. Ja, danke. Ethos Wedau ist ein Fußballclub, oder? Nee, überhaupt nicht. Überhaupt nicht. Nee, wofür steht das? Eisenbahner Turn- und Sportverein. Ist zwar ein Riesenverein hier in Duisburg mit über 800 Mitgliedern, aber wir bieten fast alles außer Fußball. Also ihr seid ein richtiger, klassischer eine Sportgastronomie. Richtig. Du bist da Pächter, oder wie? Pächter. Okay. Meine Tochter ist da Pächter, ja, ja. Okay. Hier sind wir in der Biergartenatmosphäre pur, schön idyllisch. Ich habe hier im Normalfall 200 Plätze draußen. Das Einzige, was man vielleicht irgendwie störend empfinden könnte, wäre da hinten die Hallenfenster. Ne? Aber nein, ist toll. Fußball, Leinwand, Grillen. Cool. Apropos Grillen. Noch Fragen, Mike? Bist du Koch? Nein, bin ich nicht. Ich werde zwar heute kochen für dich, weil wir zurzeit einen Koch suchen. Muss ich dafür herhalten. Also du bist kein Koch, normal habt ihr wen und du springst heute ein, oder wie? Richtig, genau. Bist nicht der Einzige, der Köche sucht. Dabei sein ist alles. Ne? Und also ich denke mal, unser Konzept ist hier ganz stimmig. Und ich kann dir heute was präsentieren, was bei dir nicht ganz so auf Ablehnung stoßen wird. Wir haben hier so einen Favoriten, sag ich jetzt mal, der von unseren Kunden hier wahnsinnig genommen wird. Das ist unser Spinacci-Schnitzel. Das ist auch in Ordnung. Die Renner, die soll er raushauen. Und ich werde das ganz neutral betrachten und schmecken. Da ist ja noch wer am Malochen dran. Da war eine große Tochter, ne? Ja, das ist unser Jörg. Hält uns die ganze Theke jetzt zusammen. Ja, und jetzt mal ehrlich, wo ist die Tochter, wenn ihr es zusammen macht? Die Tochter ist unterwegs zurzeit. Okay, macht ihr das beide heute alleine? Ihr beide, oder? Wir beide. Den Wettkampf nehmt ihr an. Den Wettkampf. Der Nicht-Koch kocht heute. Ja, ja, genau. Jürgen hält die Theke zusammen. Und du die Vertretung macht dann das andere. Ja, ja, ich glaube, ihr macht das heute mit Alkohol und ich glaube, ihr macht das mit Charme. Gehen wir kochen? Ja, gerne. Auf geht's. Wir ziehen uns um. Nachher Bierchen. Ja, machen wir. In der 15 Quadratmeter großen Küche ist Platz genug zum Werkeln. Ja, oh, das ist ja in Ordnung, ne? Ja, da kommt man doch gut klar. Da mit dem vollen Biergarten und die Sitzplätze drin. Ach, das ist ja, Küche können sowieso überall kochen. Das ist wurscht. Telefonzelle und zack, draußen 100 Leute.
Also, was gibt's jetzt? Ein Spinatschnitzel heißt was? Genau. Ja. Heißt was? Ein Schnitzel überbacken mit Spinat, Knoblauch. Womit startest du? Bratkartoffeln? Ja, Bratkartoffeln dauern am längsten. Okay. Also, ganz normal in Pflanzenfett, oder? Ja, klar. Ab in die Pfanne mit den Nachtschattengewächsen. Ist aber schön sauber bei dir, alles schön aufgeräumt. Da lege ich ganz, ganz großen Wert drauf. So können auch alte Geräte ausschauen, wenn sie immer gepflegt werden. Zeit, die Schnitzelchen aus der Kühlung zu angeln. Das ist vorgeklopft, würde ich jetzt mal sagen, das oder? Das ist vorgeklopft. Das heißt, ihr klopft tagesweise morgens schon die Schnitzel fertig. Genau. Das heißt, wenn der Bon reinkommt, brauchst du diesen Klopfprozess nicht mehr machen. Richtig, genau. Okay. Was hast du für ein Schwein? Ist das so ein bisschen was Nachhaltiges oder ist das ein Großmarkt? Wie realistisch muss man sein? Ist Großmarkt, aber auch da achten wir drauf, wo es dann letztendlich herkommt. Ich verstehe das aber, weil die Preise sind sicherlich sehr niedrig. Was kostet bei dir so ein Schnitzel mit Bratkartoffelspinat? 11,50. Schade, ne? Eigentlich müsste die Nation bereit sein, 14, 15 Euro. Jetzt kriege ich wieder Hater, die sagen, hey, das kann sich nicht jeder leisten. Aber wir müssen lernen, dass ein lebendiges Tier einfach, das muss man immer im Hinterkopf haben. Und diese Massentierhaltung ist Mist. Also lieber ein schönes Bio-Schwein oder zumindest, dass es gut leben konnte. Tierwohl im Vordergrund, das wäre nochmal das i-Tüpfelchen. Ne? Nun gilt's, das Schnitzel im heißen Fett auszubacken. So haben wir früher die Schnitzel gemacht, ne? So habe ich es beigebracht bekommen. Ne? So viel Öl in so eine, ne? In so eine Schnitte, sage ich jetzt mal. Ne? Das geht natürlich gar nicht. Normal muss ein Schnitzel richtig schön im Fett schwimmen. Dann nehmen wir den Tiefkühlspinat, weil der Tiefkühlspinat vitaminreicher ist wie der frische Spinat. Wenn du einen frischen, jungen Spinat oder einen frischen Spinat kaufst, weißt du ja nie, wie lange der jetzt eigentlich schon in der Kühlung da auf den Kauf wartet. Und er verliert dadurch Nährstoffgehalt. Und das ist mit einem Spinat, der tiefgekühlt ist, nicht der Fall. Also macht Frank alles richtig. Bis jetzt. Schnitzel umdrehen. Schnitzel umdrehen. Oh, das Kind hat den Schnitzel verbrennt. Gucke mal. Wer hat's gerettet? Der Mike hat's gerettet. Eben. Ach, das ist ja gerade noch mal gut gegangen. Das ist auch noch nicht zu dunkel für dich. Nein, das passt, oder? Nein, das passt. Ja, das ist nicht mehr so ganz das. Ja. Chef, bitte. Bratkartoffeln werden aber nicht mit überbacken, hoffe ich. Ne? Nein, nicht wirklich. Spinaci drüber und dann. Guck mal, weißt du, was wir da haben? Da habe ich unser Knofiöl drüber getan. Noch ordentlich Käse on top und schnell ins Rohr damit. Das ist mal eine richtig deftige Nummer, mein Freund. Ja, klar. Kalorienreich. Alter, da muss ich über die Tatanbahn mindestens 25 Runden laufen, ne? Hey, wie die steht, gell? Das Schöne ist an dieser Tetrapack Bernays, die kannst du kochen, da bricht nichts. Doch beim ungelernten Koch ist Mike gnädig. Und? Noch okay? Oh, noch okay. Oh, der Käse ist schön zerlaufen. Wunderbar, traumhaft. Das ist regulierte Hitze da unten, ne? Reguliert. Es gibt nur an oder aus. Der Käse ist ja schön. Wunderbar. Der Käse traumhaft. Ist schön, ja. Traum oder Trauma? Das ist hier die Frage. Schnitzeltrauma. Ich habe ein Schnitzeltrauma. Das ist natürlich eine Variante, die ich jetzt so nicht kenne. Eigentlich sagen würde, möchte ich nicht essen. Aber er ist ja so knuffig. Hast du Hunger, Mike? Ich glaube, ich bestelle jetzt schon meinen Schnaps und ein Bier dazu, oder? Ja, tu das. Okay, mal raus. Holst du eben den Jörg? Nee, ich gehe zum Jörg. Bring du einen Salat mit, damit ich irgendwie das Gefühl habe, ich esse noch was schön Gesundes, okay? Ja. Tu mal so, als ob. Fertig Bernays drüber und fertig ist die Laube. Im Biergarten gibet Getzwat inne Kiemen. Dankeschön. Lass es dir schmecken. Was war das jetzt? 11? 11, wie viel kostet das? 11,50, genauso wie es da steht. Also das Ding wiegt, also fast, das sind 400 Gramm, ne? Verdammt wenig Geld für sehr viel Essen. Nur hilft viel auch viel? Wie mundet die Kampfportion? Das ist nicht mein Schnitzel mit Spinat und überbacken und nochmal Fett. Das ist für mich dann too much. Ich habe lieber einen Schnitzel so. Aber ich wette, das Ding ist ein Renner. Das Ding ist ein Renner. Und dann komme ich schlau wie Max und will hier einen auf dicke Hose machen. Ne? Also ich werde euch eure Renner niemals ausreden. Ihr kennt eure Gäste, ihr kennt euer Klientel, aber ihr versteht mich auch, wo ich herkomme. Und deswegen muss ich das sagen. Aber ich,
Ich esse das Schnitzel, ich find dich super. Am geilsten, muss ich dir sagen, finde ich die Bratkartoffeln, könnte ein bisschen knackiger sein. Und am geilsten finde ich auch den Salat. Alle selbst gemacht, man sieht, also kein Krautsalat aus der Dose, toller Salat. Das habt ihr einordnen können, wie ich das meine. In keinster Art und Weise böse. Ich hoffe, dass die Gastronomen heute genauso ein bisschen Augenzwinkern, ein bisschen mit einem Fun-Faktor da auch herkommen und sagen, die beiden, das passt. Okay? Also, schön, dass ihr dabei seid. Ja. Bereicherung. Ein paar Gramm reicher zieht Mike sein Resümee. Also eins kann ich gleich mal vorab sagen, ne? Wenn die Wettstreiter gleich kommen, die müssen großen Hunger mitbringen. Ne? Das sind ja mal locker 600 Gramm für 11,50 Euro. Verrückt. Ich sage einfach mal verrückt. Meins war's nicht. Ansonsten super Team. Die beiden passen ja zusammen wie ja, Pat und Patachon.